Das ist so ein Schlagstück von der Polizei. Ich halte den gleichen Beat. Geil, da kann man trommeln, Leute. Lass uns trommeln gehen, komm. Habt ihr Bock? Hallo. Hallo. Sind es Ihre Trommeln? Ja, wir machen auch Drum Circles hier. Wir können aber alle nicht trommeln. Ja, wunderbar, dann seid ihr genau. Sind wir richtig hier? Richtig. Wir können auch nicht trommeln, Alter. Ah, ja super. Ich möchte, dass das alles aufgenommen wird. Ja, ja? Es wird aufgenommen. Ja, das ist ja gut. Ja. Natürlich. Wir müssen ja ein bisschen... Den ganzen Tag damit rum. Ja. Das ist eigentlich auch geil, weil das dann immer so Bilder auf dieser Höhe ist. Hervorragend. Ja. Genau. Ist unschuldig. Da gab es mal einen Künstler, der ist eigentlich kleiner und der ist sowieso kleiner, der hat immer auf Lufthöhe Fotos gemacht. Ah. Da wurde dadurch so eine besondere Optik kreiert. Nee, die Dinger sind echt praktisch. Man hat schön die Hände frei. Wir sind aus La. Aus La? La. An der La. Nein. Aber fast, an der Schutter. An der Schutter? An der Schutter. Ich hab's nur kurz vergessen. Ja, ja. Das Schutter, wusste ich noch nicht. Ich hab noch nie beim Stadtlandfluss. Nein, Schutter, das ist auch mehr so ein Rinnsal eigentlich. 40 Kilometer nördlich von Freiburg. Freiburg kennt man vielleicht. Ja, habe ich schon mal gehört. Ja, ja. Mal. Genau, Freiburg, Süddeutschland und so. Und wie seid ihr jetzt hier hin? Nein. Erzähl uns mehr davon. Wir sind mit Autos hergefahren. Nein, wir machen alle Musik mehr oder weniger. Ja. Also manche, die mehr, ich weniger. Aber keine Trommeln, oder was? Nee. Alles keine Trommeln, aber wir haben Trommler dabei, die kommen auch alle her. Sag denen, die sollen kommen. Wie seid ihr denn? Wir sind 3, 4 Autos hier. Ach nee. Doch, du bist der, sie ist Drummerin. Ja. Bist du auch Drummerin? Ich bin sowas von Drummerin. Ja? Wegen Drama oder wegen Trommeln? Nein, ohne Drama. Ohne Drama, okay, cool. Drummerin bin ich ja, also Schlagzeugerin und Percussionistin und ich leite hier die Cool. The Circles an. Wir haben so eine neue Linie, dieses Viva Rhythm, aha, gemacht worden. Also das sind lauter Instrumente, die extra für solche Drum Circles eigentlich kreiert sind, weil die kannst du ineinander stecken. Das heißt, du hast schon 4 Instrumente in einer Tasche und so. Du präsentierst das quasi, okay. Genau, okay. Ich präsentiere das jetzt hier. Oh, guck mal, der ist wichtiger als ich. Oh, der hat, guck mal, die Wichtigkeit steigt ja, proportional zur Kameragröße. Hallöchen! Also ja, da war schon jemand. Wir wollten so ein paar jetzt animieren, dass wir richtig viele haben. Ja, genau. Ja. Und der Kollege da ein bisschen was drehen kann. Genau, jetzt sind die aber schon verschwunden, aber die werde ich wieder herholen. Ja. Hervorragend. Denke, das ist wichtiger als ich. Ja, das ist doch okay, ist auch gut. Es müssen auch Menschen wichtiger sein als ich. Die haben meine Kamera nicht mal gesehen, so klein ist die. Wir starten hier um 11 circa mit einem Drum Circle. Wer Lust hat, einfach mit uns zu trommeln, da würden wir uns natürlich freuen. Welches Instrument spielst du? Ein bisschen Klavier. Ach so, Klavier. Ja. So ein bisschen Rhythmusgefühl sollte vorhanden sein. Auf einer Stelle. Ja. Ihr könnt euch auch ein bisschen verteilen. Und was super ist bei denen, wenn ihr vielleicht 2 Knöppel nimmt, dann könnt ihr nämlich sowas machen. Boah, das ist innovativ. Weißt du, wie das funktioniert? Das sind keine Toms. Setzt man sich auf die Dinger drauf da? Nee. Nein? Genau, hinsetzen und das.
halt gefilmt dafür, ja? Ja, wenn du hier schlägst, dann ist sie hoch und hier ist. Das ist eine ganz neue Linie von Meinl. Viva Rhythm heißt sie. Und das extra sind das Instrumente, um solche Drum Circles kreieren zu können. Die Instrumente kann man so ineinander stecken. Wenn ihr Fragen habt, fragt uns einfach. Das Schöne ist, dass man nicht nur die Instrumente sozusagen kaufen kann, sondern wenn ihr auch einfach Lust habt, so einen Drum Circle mal irgendwo machen zu wollen, in der Schule oder wie auch immer, könnt ihr auch gleichzeitig Facilitator sozusagen kennenlernen über meine. Das sind die, wie ich zum Beispiel. Genau.
Also wenn ihr Fragen habt, fragt uns und sonst gibt es da Kataloge. Vielen Dank. Tschüss. Das hat doch Spaß gemacht.